Serpent ist ein Spiel, was ich als Kind auf einen dieser Multimodule kennenlernen durfte. Es riss mich sofort in den Bann. Zwar konnte es mich nicht stundenlang beschäftigen, aber ich habe es immer wieder gestartet, um mal eine Runde zwischendurch zu zocken. Was taugt Serpent denn aber heute noch? Lohnt es sich noch immer, dieses Spiel einzulegen, oder gaukelt die rosarote Nostalgiebrille der verwaschenen Erinnerungen einem etwas vor? Ich war wieder sofort gebannt, als ich dieses Spiel einlegte. Eigentlich reicht es ja, nur ein paar Minuten Gameplay aufzunehmen, so wollte ich nur jeden Modus kurz anspielen, um ihn euch zu zeigen. Aber nein, diese fesselnde Musik zog mich sofort wieder in ihren Bann und ich musste diesen miesen Schlangenkontrahenten zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Das Spiel wurde 1990 von Naxatsoft entwickelt und von selbigen in Japan herausgebracht. Taxan übernahm die Veröffentlichung in den USA. Europa ging offiziell leider leer aus, wenn man mal von den Multimodulen absieht. So simpel das Spiel gehalten ist, gibt es doch eine Story. Serpent ist eine Sportart der fernen Zukunft, in der sich Piloten in eine mechanische Schlange setzen und sich gegen einen Kontrahenten im Ring, Schlange gegen Schlange, behaupten müssen. Sieger ist derjenige, der es als erster schafft, den Kontrahenten 7-mal bewegungsunfähig zu machen, indem man ihn durch geschicktes Manövrieren an der Weiterfahrt hindert. Bleibt eine Schlange eine gewisse Zeit lang stehen, explodiert ihr Kopf und sie verliert. Die Schlangen sind dabei ständig in Bewegung und man kann nur ihre Fahrtrichtung ändern. Dies geschieht, indem man den A-Knopf benutzt, um rechts abzubiegen, und das Steuerkreuz nach links, um eben links abzubiegen. Diese Steuerung ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber man findet auch schnell rein. Allerdings kann es im Eifer des Gefechts passieren, dass man sich damit auch mal verhakelt und sich so selbst in eine Sackgasse befördert. Die Schlangen haben am Anfang eine Länge von 40 Einheiten. Schafft man es, einen geschlossenen Kreis aus seinem eigenen Gefährt zu bilden, erscheinen mit etwas Glück verschiedene Items. Zum einen gibt es Boxen mit schwarzen und oder weißen Zahlen, welche die Größe um den jeweiligen Wert mal 10 verkürzen oder verlängern. Boxen mit einem schwarzen oder weißen M reduzieren oder erhöhen die Länge auf das Minimum bzw. Maximum, was 20 bzw. 110 Einheiten beträgt. Zu guter Letzt gibt es noch schwarze und weiße Raketen, die ihr auf euren Kontrahenten abfeuern könnt. Weiße Raketen verlangsamen die Schlange bei einem Treffer, dafür explodiert sie aber auch nicht so schnell. Die schwarze Rakete bewirkt genau das Gegenteil, wobei der KI-Gegner sich von den schnellen Bewegungen nicht gerade gestört fühlt und dich umso leichter einkästeln kann. Der Gegner kann diese Items natürlich genauso einsammeln und gegen dich verwenden. Das Spiel besitzt zwei Modi mit je 4 Schwierigkeitsstufen. Der erste Modus umfasst alles eben Beschriebene, der zweite ebenfalls, fügt aber zusätzlich noch kleine Schlangen in die Arena ein, welche, wenn sie den Kopf deines Gefährten berühren, diesen explodieren lassen. Die Schwierigkeitsstufen beider Modi sind identisch. In Stufe 2 und 4 erhöht sich die Geschwindigkeit der mechanischen Schlangen. Ab der dritten Stufe kann sich der KI-Gegner, du allerdings nicht, aus der Schlinge befreien, indem er seinen Kopf einfach an das Schwanzende setzt. Man muss also beide Enden versperren. Wird eine Schlange komplett eingekreist, wie wenn man Items erscheinen lassen möchte, explodiert diese sofort. Das Spiel bietet noch einen Zweispieler-Modus. Bei diesem hat man auf Schwierigkeitsstufe 3 und 4 selbst die Möglichkeit, sich an das andere Ende seiner Schlange zu setzen, wenn man eingekreist wurde. Die Grafik ist, für ein Spiel, welches ein Jahr nach dem Erscheinen des Gameboys rauskam, wie die meisten Spiele der Anfangszeit recht simpel gehalten, aber übersichtlich. Die Soundeffekte sind schlicht und passen. Einen echten Ohrwurm-Charakter hingegen hat die Musik. Diese wird bei mir schnell zu einem Ohrwurm und dudelt in meinem Kopf so lange rum, bis ich mir den Song anhören oder das Spiel spielen muss.
Was taugt Serpent für den Gameboy also heute noch? Es ist kein Spiel für endlose Dauersitzungen, aber für einen Quickie zwischendurch macht das Spiel noch immer Laune. Ich hatte es bisher noch nicht im Multiplayer spielen können, kann mir aber auch gut vorstellen, dass dies vor allem unterwegs oder in Verbindung mit einem Wettkampf um einen Preis für euphorische Stimmung sorgen kann. Und habe ich schon die ohrwurmträchtige Musik erwähnt? Das war der Test zu Serpent für den Gameboy. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und möchte mich nochmal beim lieben Panda dafür bedanken, dass ich dieses Jahr seine Urlaubsvertretung sein durfte. Ich hoffe, du kommst gesund und munter wieder, mein Freund. Auch würde ich mich darüber freuen, den einen oder anderen von euch bei mir auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Ciao.